Dirty Dancing, der Film, begeisterte Millionen und nun feierte das Musical Premiere in Wien. Wir waren am roten Teppich dabei und haben auch mit den Schauspielern gesprochen. Dirty Dancing, was verbindest du denn damit? I have the best time of my life. Es ist ein Kult-Musical und es ist ein Stück Kulturgut. Ja, auch wenn es jetzt quasi nur ein Kult-Musical ist, es ist ein Stück Kulturgut. Natürlich meine Jugend, also die Hebefigur, die hat man natürlich nachgemacht und nicht zusammengebracht. Und vor allem die Musik, also Time of My Life, Cry to Me, einfach Songs, die meine Jugend mitbestimmt haben. Dadurch, dass ich selber Tänzer bin, weckt es in mir eigentlich das Gefühl, wie ich meine Anfänge hatte, wie ich das erste Mal Stepptanzschuhe anhatte, wie ich das erste Mal in einem Ballroom stand und wie befreiend Tanzen ist und wie verbindend. Und das ist das schönste Gefühl, was ich bis heute mitgenommen habe. Wie oft tanzt ihr denn miteinander? Jeden Tag, zusammen in der Dusche. Tatsächlich? Ja. Hab schon was einstudiert, könnt schon was vorzeigen. Lass es zeigen mal nicht. Ja, wir sind nicht so die großen Tänzer, wir sind zwar sehr sportlich, aber mit dem Tanzen, ja, da hapert es ein bisschen. Do you love me? Das ist eine lustige Geschichte eigentlich, wie ich es gesehen habe. Ich glaube, ich war 7 oder 8 Jahre alt und ich und mein Bruder, wir wollten einen Actionfilm anschauen. Aber meine Mama hat gesagt, also heute gibt's Dirty Dancing, also kein Rambo oder sowas. Und dann, ich konnte nicht mit den Liebesgeschichten so krass umgehen, aber ich war so begeistert, wie die getanzt haben. Das war auch ganz neu, sowas habe ich nie gesehen. Und ich glaube, der Dirty Dancing war auch der allererste Film, der mir, der mich zum Richtung Tanz gebracht. Was verbindest du so mit dem Film? Welches Lebensgefühl? Für mich Freiheit. Also gerade auch bei Baby im Film, die hat so dafür gekämpft, dass sie das machen darf, was sie dann zum Schluss macht, nämlich tanzen. Und das hat mich, glaube ich, sowieso am meisten berührt an dem Film, ihr Kampfgeist und also zu sehen, wie sich die Leidenschaft entwickelt. Und da kann ich mich voll gut mit identifizieren, mit meinem jüngeren Ich auch, so Anfang Musical und so. Das ist einfach, ich finde es immer schön, Menschen zu sehen, die anfangen für etwas zu brennen und dann dafür einstehen. Und das fand ich ganz toll an dem Film und jetzt natürlich auch im Musical ganz toll zu spielen. Dirty Dancing, da geht es ja auch ein bisschen drum, um ersten Tanz, erste Liebe. Kannst du dich eigentlich noch auf deine erste? Nein, danke, ciao. Jein. Ja, ich glaube schon. Ich glaube, die war schon im Kindergarten. Meine erste Liebe war tatsächlich meine Frau, die mittlerweile nach 22 Jahren jetzt mittlerweile meine Frau ist. Und schau, die Augen leuchten immer noch, wenn ich darüber rede.